Pretty Nail Shop. Jedes Mal ein Päckchen Glück. Hallo und herzlich willkommen beim Pretty Nail Shop 24. Mein Name ist Anna. Heute zeige ich dir, wie du deine Nägel mit einem coolen Powerlook in rockig-modische Hingucker verwandelst. Auf den vorbereiteten Nagel klebst du einen passenden Extreme Pinch Tip auf. Nachdem der Tip gekürzt ist, mattiert und der Übergang befeilt ist, trägst du ein Grundiergel über den ganzen Nagel auf. Lass das Gel 2 Minuten im UV-Gerät aushärten. Mit dem Farbgel Pure Black erstellst du ein Full Cover. Auch das Farbgel muss 2 Minuten aushärten. Deinen Aufbau modellierst du nun mit dem Fiberglasgel, welches ebenfalls 2 Minuten im Lichthärtungsgerät trocknen muss. File deine Modellage nach dem Cleanern in Form. Entferne danach gründlich den Feilstaub. In der Stempeltechnik bringst du unterschiedliche Sterne mit dem Stamping-Lack weiß auf. Wenn die Farbe vollständig getrocknet ist, trägst du eine dünne Schicht Aufbaugel auf und lässt es wieder 2 Minuten im UV-Gerät aushärten. Nachdem die Schwitzschicht entfernt ist, mattierst du den Nagel mit einem Buffer-Schleifblock an. Mit einem zuvor in Acryl-Liquid getauchten Acrylpinsel nimmst du etwas Acrylpulver klar auf und setzt das entstandene Materialbällchen auf der Nagelmitte ab. Lege dann einen Totenkopf Silber in das noch nicht durchgehärtete Material und 2 rote Steine aus dem Nail Display 600 als Augen. Das Material muss ausreichend an der Luft trocknen. Mit dem UV Top Sealing versiegelst du dein rockiges Design um den Totenkopf herum. Anschließend wird ein letztes Mal 4 Minuten in der UV-Lampe ausgehärtet. Der UV-Top-Sealing härtet ohne Schwitzschicht aus und muss daher nicht mehr gecleanert werden. Ich hoffe, dass ich dich mit diesem coolen Motiv im rockigen Look begeistern konnte. Alle benutzten Materialien, Gele und Hilfsmittel findest du übrigens im Online-Shop. Viel Spaß beim Nachmachen! Bis bald, deine Anna.